Einbruchserie, 10 Diebstähle innerhalb eines Tages. Gleich 10-mal waren Einbrecher im gesamten Stadtgebiet Duisburg am Werk. In 8 Fällen hebelten Einbrecher Balkon- oder Terrassentüren auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnungen. In einem Fall nutzten die Diebe ein in Kippstellung gebrachtes Fenster. Unbekannte langten durch den Spalt, entriegelten das Fenster und kletterten in die Wohnung. Die Täter hatten es vor allem auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Die Polizei weist daraufhin, wachsam zu sein. Fenster und Balkontüren lassen sich sichern. Informationen zu baulicher und technischer Sicherheit für Wohnung und Eigentum bietet die Polizei im Netz unter www.polizei.nrw.de. Verfügbares Einkommen um 1,4% gestiegen. Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in der Metropole Ruhr ist von 2012 auf 2013 um 1,4% gestiegen. Das geht aus einer Statistik des Landesamtes IT-NRW hervor. Insgesamt belief sich das verfügbare Einkommen im Ruhrgebiet im Jahr 2012 auf knapp 49,9 Milliarden Euro. Das folgende Jahr waren es rund 96 Milliarden Euro. Mit rund 29.900 Euro weist Bockhövel das höchste verfügbare Pro-Kopf-Einkommen im Ruhrgebiet auf. Die niedrigste Einkommenssumme mit rund 15.900 Euro zeigt Gelsenkirchen auf. Kunstvermittlung für Demenzkranke. Das Lehmbruck-Museum ist Teil eines neuen EU-Projekts. Dafür sucht es jetzt in Kooperation mit anderen europäischen Museen und Institutionen nach Wegen zur Kunstvermittlung für Demenzkranke. Am 27. November startet das Projekt Kommunikation durch Kunst für Menschen mit Demenz mit Fachleuten aus Italien, Irland, Litauen und Deutschland. Im Laufe des zweijährigen Vorhabens wird für jedes Land ein eigenes Konzept erarbeitet, das auch praktisch umgesetzt wird. Hochschulbewertung. Uni Duisburg-Essen unter den besten 100 Hochschulen. Die Technische Universität Dortmund und die Universität Duisburg-Essen haben es im aktuellen QS World University Ranking unter die weltweit 100 besten Hochschulen geschafft, die jünger als 50 Jahre alt sind. Mit einer Platzierung im Bereich 71 bis 80 ist die TU Dortmund die beste junge Hochschule in NRW. Die Universität Duisburg-Essen liegt im Feld 91 bis 100. Insgesamt wurden 7 junge deutsche Universitäten in dem Ranking aufgenommen. Die Bewertung wird vom Unternehmen Quacquarelli Simons durchgeführt und zählt zu den Hochschulrankings mit einer hohen internationalen Aufmerksamkeit. Verkaufsstart für neue Ruhr Top Card. Unter dem Motto "Mit der kannst du was erleben" startete gestern der Verkauf der Ruhr Top Card 2016. Neben den bekannten Partnern haben sich weitere Attraktionen dem Verbund der Karte angeschlossen. Der Grüne Zoo Wuppertal, die Jahrhunderthalle Bochum und die Kunsthalle Recklinghausen bieten erstmals allen Karteninhabern freien Eintritt. Die Erlebniskarte für das Ruhrgebiet, herausgegeben von der Ruhrtourismus GmbH, bietet ihren Inhabern das ganze Jahr über einmalig kostenfreien Eintritt bei 95 Attraktionen wie Schwimmbädern, Zoos und Industriedenkmälern. Zusätzlich können mehr als 40 weitere Partner, darunter Freizeitparks, Theater und Varietés, beliebig oft zum halben Preis besucht werden. UDE bietet neues Studienmodell für Bautechnik-Lehramt. Die Universität Duisburg-Essen bietet ab dem Wintersemester 2015-2016 wieder ein Studium für das Berufskolleg Lehramt Bautechnik in Kombination mit Tiefbautechnik an. Interessierte können sich noch für dieses Wintersemester einschreiben. Die UDE reagiert mit ihrem Angebot auf den anhaltenden Lehrkräftemangel in den technischen Fachrichtungen an Berufskollegs. Das neue Studienmodell ermöglicht neben dem klassischen Studium von Grund auf auch den Quereinstieg. Zum einen für Studierende des Bauingenieurwesens, die parallel zum fachwissenschaftlichen Bachelor einen Lehramtsabschluss erwerben können, ohne dafür länger studieren zu müssen. Zum anderen können fertig studierte Bauingenieure den Lehramtsbachelor erlangen, indem sie nur die fehlenden Anteile nachstudieren. Wegweiser zur Integration von Flüchtlingen in die Wirtschaft. Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer hat einen Integrationsleitfaden für Unternehmen herausgebracht. Dieser bietet einen ersten Überblick zu wichtigen Rahmenbedingungen und gibt Antworten auf die drängendsten Fragen, beispielsweise ob Flüchtlinge einer Beschäftigung nachgehen oder eine Ausbildung absolvieren dürfen. Die Broschüre soll dazu beitragen, die Entscheidung der Unternehmen hinsichtlich einer Beschäftigung von Flüchtlingen und deren Integration zu erleichtern. Der Leitfaden sowie weitere Informationen stehen unter www.ihk-niederrhein.de zur Verfügung.
Sonnig und heiter bei bis zu 8 Grad. So zeigte sich heute das Wetter über Duisburg. Auch morgen bleibt es heiter. Hin und wieder schieben sich ein paar Wolken vor die Sonne. Es bleibt aber trocken bei kühlen 1 bis 7 Grad. Der Samstag zeigt sich dann wechselhaft. Bei 4 bis 8 Grad kann es immer wieder Schauer geben. Auch der Sonntag zeigt sich unbeständig. Es bleibt regnerisch bei 4 bis 10 Grad. Autofahrer, nehmen Sie den Fuß vorm Gas. Die Ordnungshüter sind auch morgen wieder unterwegs und führen Geschwindigkeitskontrollen durch. Blitzer stehen unter anderem auf der Straße am Klapptor in Mündelheim und auf der Kommandantenstraße in Neudorf Süd. Und Baustellen verhindern die freie Fahrt. In Overbruch ist noch bis Ende des Jahres die Herzogstraße gesperrt. Hier gehen Kanalbauarbeiten in die nächste Phase. Betroffen ist der Bereich zwischen auf dem Röttgen und der Kreuzung Herzogstein- und Oswaldstraße. Eine Umleitungsempfehlung ist ausgeschildert. Und in Baal ist ebenfalls bis Ende des Jahres die Schulstraße gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Schlotweg und Heesbergstraße. Wegen der Bauarbeiten wird der gegenläufige Verkehr auf der Schulstraße durch eine Baustellenampel geregelt. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.